ただ一人、目的はなく、ただそこにあるものに憎し、味方などいない。あるのは過去、木の葉で行われた中忍試験の時も、俺の前に立つ者は全てを手だが、かつての内葉サスケにだけは、奴からは俺と同じに試験の本戦、俺はさ自身に近しい存在との戦い、俺の心は喜びに震え、興奮にうずく体を抑えられ来い。さあ俺に生を感じ、ja, wir gehen ein bisschen weiter halt mit in die Story von Gaara. Ja, nee, ist klar. Was sind das für Bedingungen? Kampfgewinn, ultimative Vision ist nicht einsetzbar und der Gegner kriegt nochmal plus 30. Was soll das? Warum diese scheiß Bedingungen? Zieht nicht mal was. Was zieht nicht? Das Beste ist, der Gegner kriegt ja nochmal schön 30 dazu. Ist ja das Unfaire. Sonst hätte ich ja nichts dagegen, wenn er ein normaler Kampf wäre. Aber so habe ich keine Lust drauf. Ja, ist ja langweilig, ey. Er darf alles einsetzen und nur ich. Nur ich hab halt diese Bedingungen. Geil. Er hat augenblicklich gehandelt. Cool, ich kann im Wachmodus gehen. Das bringt zwar kaum was. Alter! Alter! Wie kacke ist das denn? Gaara kann kaum was. Das heißt, dass wir verlieren, ist klar. Uns wird ja alles genommen. Während unser Gegner absolut alles darf, haben wir hier komplett verkackt. Und dann hat er noch die Angriffsstärke plus 30. Das finde ich so unfair eigentlich. Das finde ich richtig unfair. Sowas hasse ich absolut. Dass keine Gleichberechtigung drin ist. Im Gegenteil, ich krieg nur Beschränkungen, als wenn ich diese scheiß Mission machen würde. Die ist halt in den ersten Ultimate Ninjas Spielen gab. Da gab es das ja ähnlich. Da hast du ja auch gesagt, Bedingungen, du musst das und das erfüllen. Du musst das und das machen. Und genauso sind die Kämpfe hier auch. Die sind nicht so wie im zweiten Teil, nee. Hier musst du spielen, wie die das wollen. Du siehst nicht, ja, verkackt. Während dein Gegner mal wieder, das ist aber auch irgendwie nicht nur in diesem Spiel, sondern in jedem Spiel so, dein Gegner kann alles. Der darf und kann alles. Finde ich sehr unfair. Und dass er das macht, das gefällt mir meistens nicht.
So, gewonnen. Teil 1. Alter, Teil 1. Geil, dann kommt wahrscheinlich gleich noch Teil 2, ja. Oh Mann, ey. うちに秘める破壊の衝動に駆られ、俺と同じものを持ちながら、俺と異なる憎しみに囚われていた俺と正反対に立つ。 Ja. Und dürfen wir wenigstens jetzt mal das Jutsu einsetzen. Fuck you. Was soll denn der Scheiß? Was hat der denn bitte schön für ein Jutsu, was nicht einsetzen darf? Ist das so hoch gepusht? Unfair? Oder warum darf ich das Jutsu nicht einsetzen, während meine Gegner alles möglich machen dürfen? Komm hier. Können wir machen und ist nochmal ultra stark. Das ist sogar Sperrfeuer. Ne? Und ich darf gar nichts, ey. Richtig unfair, Leute. Sowas kann ich ab, auf den Tod nicht ab. Wenn man nicht die Gleichberechtigung... Man sagt ja nichts über Herausforderungen, aber dann soll man wenigstens einen Modus machen, auf dem man Herausforderungen macht und nicht im Story-Modus. Sieht auch nicht wirklich viel mehr. Nö, eigentlich nicht unbedingt mehr. So, gewonnen. Aber die gleiche Taktik eingesetzt, nur noch ununterbrochen draufgehauen. Trotzdem sehr, sehr unfair. Zweites Outfit. Okay. Aber immer noch Teil 1, ne? Wahrscheinlich kommt Teil 2 gleich auch noch. 強大な力を前に何者も恐怖を抱き敗北を意識するはずだ。だが渦巻きナルトは何度も奴は仲間のために繋がりのために戦っていた。何かを守るための強さ。その時の俺かすかに光を感じた。この一線を境に 俺は渦巻きナルトのようになりたいと思う。ナルトのように繋がりをつかむために。ナルトのように夢をつかむために。そしていつしか俺の夢はナルトと同じものになった。誰かに必要とされる存在を目指して風影 風影の道を。だがあいつのように前だけを抽象や剣、様々な視線と思惑が俺に向けられて、それでも俺は、ま、時が経ち成長し、俺は砂隠れの風影となった。俺はついに里を守るためならば
恐れることはない。あの時も暁という闇が砂隠れを襲撃した時も俺の名。お前が風影一尾のガーラか。さてどれだけやるの。守るべきもの砂隠れにあだなすものは。 Was mich gerade wundert, dass wir nicht den Kampf gegen Himimaro machen müssen. Aber gut. Mir soll es egal sein, Kampf gewinnen. Wir dürfen auch das mit dem Jutsu einsetzen. Yay! Und Gegner angestellt plus 50. Yay. Ja. Dachte ich mir sogar schon. Oh cool, er hat es ausgewichen. LOL! Ja sicher! Klaro! Perfekt! Er hat perfekt gewonnen, ich habe ihn nicht einmal erwischt. Aber auch sehr, sehr unfair gestaltet. Der Kampf ist allgemein heftig. Das ist leider ganz normal. Und hier haben sie ihn natürlich nochmal ein bisschen härter gemacht. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Geil! Noch nicht mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Während seine fast eine gesamte Leiste gezogen hat. Ne? Das ist super. Ja, Sichi. So. Jetzt machen wir mal die gleiche Scheiß-Taktik, die die Gegner auch immer einsetzen. Oh, hat nicht funktioniert. Ja, in dem Moment springt er auch. Na endlich! Besiegt. Glück gehabt. Der war echt nicht... Der war echt stark. Ich wollte eigentlich...